Und da sind wir wieder zurück. Es geht weiter. Herzlich willkommen. Und so. Ach nee. Ach nee. Ach nee. Stage 5. Ich habe keine Erinnerung mehr an Stage 5. Ich weiß nur, dass diese komischen Viecher komisch waren. Und deren Schüsse. Die drehen sich so seltsam. Wer hat sich die denn bitte ausgedacht? Ich meine, gut, ich weiß, wer sich das ausgedacht hat, aber trotzdem. Oh, ich mach mal eine Bombe, ne? Ich will das Zeug hier haben. Und meine volle Trunks Gauge. Und ich habe genug Bomben, deswegen kann man ruhig mal eine verschwenden. Jo. Ach ja, dupdidu. Und noch mehr. Wisst ihr was? Wenn wir schon mal dabei sind, schon eine volle Chance Gauge haben, können wir die auch nutzen. Denn so schneller wir sie, je schneller wir sie nutzen, desto schneller wird sie auch wieder voll. Ich weiß noch, dass ich dieses Berg gerade nicht mochte. Och ja, und ich weiß auch ganz genau warum. Die Dinger haben mich mal furchtbar verwirrt. Und das tun sie auch jetzt noch. Boah. Wo ist die? Boah. Nee. Jetzt übertreibe ich vielleicht ein bisschen mit meinen Bomben, aber egal. Da, 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 da. Ja, dreht euch einfach alle. Meine Güte, Sanae, mach mal bitte Schaden. Remu macht mehr Schaden. Aber egal. Gebt mir euer Zeugs. Ach nö. Nee. Was ein dummer Tod. Nö. Und dann auch noch direkt vom Boss. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Na, ich kann aber mit Sanae auch einfach nicht wirklich umgehen. Ich spiele sie nie und ich weiß jetzt auch wieder ganz genau, warum ich sie nie spiele. Sie ist relativ furchtbar, finde ich, persönlich. Aber egal. Na. Irgendwie muss ich ja die Schuld geben. Und da ich ja absoluter Meister bin und so. Ich kann es ja nicht sein. Ach man. Aber Sanae macht auch keinen Schaden. Ist mal ernsthaft. Sehr grausam ist das ja. Ja. Och nein, nicht. Die Drecks-Non-Spell. Das ist die schlimmste Non-Spell im Spiel. Ernsthaft. Danke, geh kaputt. Obwohl es war gar nicht die schlimmste Non-Spell. Die schlimmste Non-Spell hat Toyo Satomimi no Miko. Also unser Stage 6 Boss. Und jetzt haben wir ganz viel Blau. Ich mag die Farbe Blau, aber das ist dann vielleicht auch ein bisschen viel. Aber egal. Full Power. Ach, meine Nase. Seltsamerweise ist die dritte Non-Spell hier wieder relativ angenehm. Es ist nur die zweite, die schlimm ist. Da, da, da. Und zu welcher Seite gehst du? Zu dieser Seite. Und wieder zu dieser Seite. Du bleibst also hier. Okay.
Hohoho, knapp, knapp. Boah. Dankeschön. Und, das war's schon. Das war's schon? Fragezeichen. Ja, ich bin mir relativ sicher, das war die letzte Spellcard. Ach, ich fand die cool, die Idee. Die ist cool. Generell ist der Kampf hier cool. Er ist relativ einfach für Stage 5, aber... Naja, gut. Das gefällt mir eigentlich auch. Du. Yay. Ach ja, schön. Meine Nase macht mich immer noch fertig. Das ist so schlimm. Und, oh yeah. Hier ist es wieder, der fette Bass. Ja, aber Sanae. Du musst dich schon kaputt kriegen. Aber die Musik ist super. Ach genau, jetzt kommt ihr wieder. Die Laserpointer. Ach ja. Die wären bestimmt ein tolles Katzenspielzeug. Mit ihren bunten Lasern. Yay. Also, es sieht schon toll aus, das muss man schon sagen. Wow. Wow. Ich habe eigentlich nicht die Taste gedrückt, um einen Dialog zu überspringen. Aber ist schon recht, ist schon recht. Werf mich einfach direkt in den Kampf. Ja. Ist ja auch nicht so, dass ich irgendwie vielleicht eine kleine Erholung bräuchte. Nee. Wieso denn auch? Extend, sehr nice. Ach ja, dieser Scheiß. Ja. Ich hasse diese Non-Spells. Diese vielen kleinen Sternchen sind so böse. Oh nein, nein, nein. Nicht das. Das ist die schlimmste Spellcard in diesem Spiel. Nein, wirklich, meine absolute Hass-Spellcard. Diese scheiß Leuchteringe. Ich hasse sie. Boah. Die machen mich so nervös jedes Mal. Trance. Ich habe keinen Bock auf das Non-Spell hier. Bin ich ganz ehrlich. Oh, das Spellcard hier eigentlich auch nicht. Da bin ich auch ehrlich. Habe ich auch keinen Bock drauf. Ach ja. Ich weiß, dass ihr beiden zum Glück keine Hitbox habt. Sondern nur eure scheiß Pfeile können mir gefährlich sein. Das ist relativ nett geregelt noch. Na. Come on, geh kaputt. Musst du jedes Mal da so blöd in die Ecke? Immer da, wo ich dich nicht treffe oder nur schwer treffen kann. Ach ja, ich mag diese Non-Spell hier auch nicht besonders, aber egal. Ah, danke. Boah.
Wow. Da wollte sich Sanae einfach nicht mehr bewegen. Und ich hätte das große Power-Up nicht einsammeln dürfen, so früh. Das war dumm. Und ja, jetzt bin ich nicht unterpowered. Und diese Spellcard dodge ich traditionell, unfocused, yay, ohne Fokus. Das mache ich immer so bei der hier. Ich weiß nicht warum. Oh, lag. Fuck you, lag. Bombe. Halten, der lag war mies. Ach ja. Immer diese scheiß Lags. Boah. Ja, genau. komm doch noch näher mit deinem scheiß Laser, du Schlampe. Ja, genau. Wir sollen dann bitte ausweichen. Jetzt habe ich aber auch Pech. Erst der Lag und dann Bastia. Und die nimmt auch keinen Schaden. Gib mir... Wow, ich bin auf 2,7 Power. Egal. Dieser scheiß Lag. Ich hasse Lags. Lags sind gemein und unfair. Wow. Hör doch auf mich zu schießen, du olle Sau. Es wäre sicherlich etwas leichter, wenn ich ihr Schaden machen würde. Aber nein, natürlich nicht. Ich spiele Sanae. Macht keinen Schaden. Wow. Ja, komm. Jetzt ist aber durch. Und was soll eigentlich das bisschen Power, das man zurückbekommt? Diese 0,6 Power oder was das ist, das könnten sie sich auch sparen. Boah, meine Nase. Die ganze Zeit mit meiner Nase zu kämpfen. So furchtbar. Und jo, wir haben sogar ein besonderes Ending freigeschaltet, weil ich noch 3 Bomben hatte. Glaube ich zumindest, dass es so ist. Ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube, wenn man 3 oder mehr Bomben am Ende hat, dann gibt es ein extra Ending oder so, das ich aber eh nicht zeige. Ich schneide die Endings ja immer raus bei Joho. Und das war's. Ja, thank you for playing. Thank you for the lags. Der eine Dreckslag. Jo. Jo. Hardcore brauche ich nicht. Replay brauche ich nicht. Na, wisst ihr was? Welche ist das? Die nicht, die nicht. Müsste die sein. Genau. Ich will die nochmal machen. Ich sehe ein, wenn ich aus Dummheit hier versage, aber nicht wegen Lags. Ich werde hier nicht wegen Lags versagen, sonst starte ich neu. Weil der Lag war unfair. Der kam richtig fies. Deswegen nochmal ohne Lags das Ganze, bitte. Na also, geht doch. So. Und das soll es jetzt dann auch gewesen sein. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dahin.